gut. Ach komm schon, was ist schon für eine feige Sau? Komm raus da. Trau dich, trau dich. Echt, der traut sich nicht raus hier. Guck dir das an. Ah, jetzt brennt er. Sehr gut. Sehr schön. Gut, Mann. Ich muss da jetzt raus. Warum dauert das denn so lange? Sorry, ein Problem mit dem Gurten am Tank. Jetzt ist alles in Ordnung. Okay. Jetzt kommt er. Das ist einfach ein bisschen fett. Fuck. Der Typ ist echt gesehen. Also diesen Monstern. Beweg dich, Mann, beweg dich. Das erschreckt mich. Es wird warm und? Boah, scheiße. Warnung, fuck. Ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Scheiße, wo ist er denn, Mann? Das ist da oben. Oh, scheiße. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich komm schon. Oh, bitte, bitte schneller. Wie lange dauert denn das? So. Für den Tank da rechts. Oh, scheiße. Oh, fuck. Den kriegen wir, guck mal, jetzt haben wir fast down. Komm, Stück zurück. Guck mal, das ist mein Schuss macht den Platz, yeah! Joe Farrow am Arsch, du Wichser! Warnung! Detonationssequenz eingeleitet! So. Puh, da hinten nochmal das grüne Zeug schnappen. So. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle. Mit. Kann man eh nicht genug haben. Hier ist auch noch was. Ich komm schon, mein Freund, ich komm schon, Leute. Ich laufe! Lauf, Forrest! Puh. Ja, sehr geil. Sind wir gut oder sind wir gut? Das war echt krass, Mann. Jupp. So muss es sein. So, raus aus dem Gebäude. Gucken, ob noch großartig wer kommt. Nee. Jemand hätte Joe Farrow sagen sollen, dass Verbrennen gesundheitsschädlich ist. Jetzt, wo er nicht mehr da und die Hauptquelle für Napalm außer Betrieb ist, werden die Cleaners viel leichter im Zaum zu halten sein. Ein Haufen Leute auf der Straße werden ihretwegen länger leben, auch wenn sie es nicht wissen. Gute Arbeit. Ich
Hier oben ist noch was, ne? Hat er eben hier angezeigt. Oder war das dann woanders? Naja, kann auch woanders sein. Ist nicht so dramatisch. So. Gott sei Dank geschafft. Damit ist Joe Farrow Geschichte. Oh, Platz hier, ne? Ah, wir haben heute euren Boss gekillt, Mann. Agent, zum Glück haben Sie diesen Farrow erwischt. Wir werden Ihnen ein Video hochladen, das wir gefunden haben. Das hat Sie alle schwer belastet. Mir wird schlecht, wenn ich das mal ansehe. Mhm, ich mach das mal an. Das ist echt übel. Entschuldige, die sich versteckt. Tja, wird gerade einfach eine unschuldige Frau verbrannt. Mies, oder? Richtig widerlich, ey. Richtig widerlich, ey. So, Miller, warte. Ich rette dich, mein Freund. So. Sehr schön. Das lief doch wie am Schnürchen. Sehr gut. So. Wir haben tonnenweise neue Gegenstände. Und wir sollten jede Menge Punkte jetzt bekommen haben. Ja, 780, um hier aufzurüsten, was ich sehr gut finde. Das heißt, wir werden den Blitz reisen. Und die Basis ausbauen. Ja, aber wir haben gesehen, das sind echt feige Wichser, ne? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich so. Noch schlimmer finde ich eigentlich, dass es Menschen gibt, die sich sowas Krankhaftes ausdenken können. Aber nun gut. Muss ja auch sowas geben. So, dann freue ich mich mal drauf. Dann noch so viel zu sammeln hier, ey. Naja. Das ist echt ganz gut, wenn man andere findet, mit denen das hier zusammen zocken kann. Ihr habt sie gesehen, das war schon echt sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, sonst wäre es nicht so glimpflich ausgegangen. Ne? Er ist ja schon einmal down gegangen. Und das, obwohl wir so viele Level drüber waren. Und alleine ist es schon echt heftig, also gerade diese Mission. So. Ah, ja, weil wir das jetzt eben geschafft haben, gab es hier einen Basisausbau. Und zwar ein neuer Bereich, der denn da eröffnet wurde. Hier mit Heizstrahler und allem drum und dran. Ja. Und einer kleinen... Ja. Hier, Weihnachtsbaum haben sie auch hingestellt. Irgendwer spielt auf der Klampfe. So. Und hier, wo alle was zu essen bekommen können, wo die versorgt werden, hier für die Kinder. Ne? Das ist ja immerhin noch Weihnachtszeit hier, ne? Vom Setting her. Ja. Hier stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Aber schon ganz cool. Und ziemlich dramatisch, wenn man sich die einzelnen Dialoge da anhört, ist es echt schon so, da schnürt einem dann teilweise so ein bisschen den Hals zu. Ja, ist echt nicht ohne. Also dieses bedrückende und beklemmende Gefühl, das hat man sehr, sehr gut hingekriegt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kleidungshändler. Dark Zone. Ach, den Büchsenmacher kann ich noch nicht. Hier, Arsenal, das war das doch. Ja, genau, hochentwickelte Waffen. Ah, sehr schön. Den will ich haben. Jetzt kann es richtig losgehen. Joop. Ab sofort sind Sie mein absoluter Lieblingsagent. Ja, Militär- und Polizeirüstung für JTF und die Division, genau. Spezialisten, die Ausrüstung. Was bringt das hier? Lumpensammler.
Ja, machen wir das hier. Oder was war das andere? Ja, machen wir das. Sehr gut. Sehr schön. Wir werden echt gut. So, wo ist denn dieser Händler? Agent, ist der nun unser Händler? Wir haben jetzt Beschaffungsspezialisten, die sich auf das Bergen von Ausrüstung und Vorräten in Manhattan konzentrieren. Sehr schön. Genau so soll es sein, mein Freund. Genau so soll es sein. Mal gucken. Nachher Nachschublinie gibt es noch nicht. Da hinten ist das andere. Genau. Klasse. Das Waffenarsenal ist jetzt bereit. Jupp. Mehr Waffen und Ausrüstung für die Guten. Weiter so, Agent. Ja, ist doch wichtig, ne? Wir müssen ja unsere Truppe hier ausrüsten. Und wir sehen, er hat ein paar Sachen. Nicht viel. Das ist echt nicht viel, aber... viel für viel teuer. Ja, also das, was er hat, ist echt teuer. So, was war das hier noch? Die Kaserne. Und hier haben wir auch die Spezialmunition. Nehmen wir auch mit. Benutzen wir irgendwie zu wenig, habe ich den Eindruck. Da müssen wir mal langsam gucken, dass wir da ein bisschen uns ranhalten. So, nun gut, dann soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.